Na gut, na dann, auf geht's, auf geht's. La 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 la. Ein bisschen Heilung ist hier. So. Wow, dieser Ort verändert sich nachts. Sehr sogar. Leider ist es nicht weniger feucht. Vorsicht! Das Ding ist Imbar. Immer noch sehr, sehr Igros. Gefällt mir jetzt nicht mehr so. Das Ding ist wirklich sehr, sehr Imbar. Also wenn man zielen kann, ist das wunderbar, ne? Ach so. Ach nee, hier war ein bisschen Nontruhe, okay. Aber ich glaube, das ist auch gewollt, oder? Ich meine, das ist explizit. Das ist ja explizit die Waffe. Ist sie für ihn? Ja, doch, für ihn. Aber auch die Axt, ne? Die Klingen, die Chaos-Klingen, die hat er ja von jemand anders bekommen. Die sind ja nicht extra für ihn gewesen. Die hat er ja abgenommen. Aber das hier? Das ist ja, glaube ich, die erste, die... Das war nicht derselbe wie vorhin, oder? Nein. Sie kommen schnell zurück, aber nicht so schnell. Was hast du in Asgard noch von Odins Armee gesehen? Also... All die Einherjar, die wir bekämpft haben, die sind schon einmal im Kampf gefallen. Wir töten sie hier und sie wachen in Valhalla wieder auf. Sie sterben nie wirklich. Wenn der Krieg kommt, sollten wir auch eine endlose Armee toter Soldaten haben. Du meinst Helheims Armee? Wie in der Prophezeiung. Dazu wird es nicht kommen. Ist so was Unentdecktes, das macht mich wuschig. Kann ich nicht, schade. Licht an. Ist klar. Na toll, ins Leere gelaufen. Galva!
Geht doch. Puh, Sie mögen wohl Igros. Ui. Nehme ich. Nehme ich. Brauche ich gar nicht. Eieieiei, das wird ja... Puh. Was war da noch? Updates für Draupnir-Speer. Der leuchtet ganz dolle. Was hat er denn? Schaden. Jo. Schadenserhöhung für das Ding ist super. Guck mal, da kann man so machen und dann... Alter. Aufpassen, der ist echt übermächtig. Von hier oben kommen wir rüber. Muss er schon wieder rüber? Oh Gott, ich war wieder zu schnell, Mann. Also, melden wir uns bei Hildis Veni zurück. Und dann? Oh. Wir sind hier, um Freya zu helfen. Wir gehen nicht zurück, ohne ihren Bruder und den Lichtab zu retten. Na gut, aber Odin wird schon weiter nach Maskenteilen suchen. Das ist sein Problem, nicht unseres. Klar, aber wenn diese Maske alle Antworten hat... Sie sicherlich ihren Preis. Vorsichtig mit Antworten zu wissen. Ja, Vater. Nicht mal ein Boot oder so? Da drüben, ne? Ach nee, wir sind hier durchgekommen. Mit dem Wildschwein. Ist ja schon wieder lebendig, das Ding. Uns alle Pflanzen hier töten? Nein, nein. Nur die Fleischfressen. Warum leuchtet das hier so? Das fällt so richtig auf, ne? Das war vorher zu hier, ne? Ich habe irgendwas trampeln gehört. Hier sind wir. Cool. Hier waren wir schon. Hätten wir doch hier auch lang gehen können. Hä? Da ist ein Schwein. Ist das ein Hund oder ein Schwein? Wer ist das? Ah, die runzlige Visage gehört Helka. Sie ist eine Bloodhunder. Die sind für ihre präzisen Spürfähigkeiten bekannt. Du wirst sie mögen. Okay.
Kratos, Atreus, die Sonnenfinsternis war euer Werk, ja? Danke, dass ihr hier seid. Pikvir hat die Ablenkung zur Flucht genutzt. Und dein Bruder? Wir wissen, wo sie ihn festhalten. Baylor hat den Sprengstoff vorbereitet. Wenn ihr mitkommt, können wir gehen, sobald ihr bereit seid. Ein Gestaltwandler könnte mir helfen. Geh mit ihm, Atreus. Ich helfe Freya. Jawohl. Der Zünder braucht nur 30 Herzschläge. Das reicht aus. Sobald ihr das Signal seht, zählt rückwärts. Komm, Kratos. Wir sollten aufbrechen. Ich komm gleich. Gute Arbeit mit den Wölfen. Ich sah noch nie eine Sonnenfinsternis in Wahrheit. Ja, dass wir den Mond befreit haben. Sehr seltsames Erlebnis. Ein Mond in einer Kiste ist mir neu. Noch ein Asgarder Zauber. Okay. Deine Klingen, gib schon her. Ich kann sie verbessern. Oh, hey. Ist das dein Kleiner? Süßes Kerlchen. Psst, du hättest ihn vor ein paar Wintern sehen sollen. Er ist nicht mal mehr auf Augenhöhe. Ach, sei still. Ein Junge muss wachsen. Genau so. Habt ihr die verdammte Tageszeit geändert? Na gut, sehr beeindruckend. Lunda, weißt du zufällig, wie es kam, dass deine Licht- und Dunkelalbenfreunde zusammen sind? Du meinst Pikvir und Bela? Tja, sie wurden von der einen oder anderen Seite gefangen genommen. Oder von beiden? Sie flohen zusammen, waren auf der Flucht und sind seitdem absolut unzertrennlich. Ein Dunkel- und ein Lichtalb fliehen gemeinsam vor ihrem Volk. Gefährlich. Sich zu verlieben ist immer gefährlich. Deshalb macht's doch Spaß. Oh Gott. Das gleiche die geht Akustik. Auf der heißgemachten Käse. Heiße Klingen, schon fertig. Sehr gut. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen was, aber guck doch mal, was da nochmal dazukommt an Stärke. Ich glaube, die werde ich nicht weggeben. Bei jeder Klingentötung, wenn wir da haben, Rage-Schub. Komischerweise verlieren wir. Hä? Ist ja gar nicht aktiv gerade. Ah nee, wir haben ja die neue angelegt hier. Mit der wütenden Verbrennung. Mit der Weltenverschiebung. Ach, die müssen wir uns mal angucken. Habe ich die schon gesehen? Versteinerte Knochen. Brauche ich irgendwie Versteinerung? Guck mal hier. Der wahren Flamme. Zwei. Aber eigentlich Runenkraft, Vitalität, Glück. Das ist so ein Allrounder. Aber der Allrounder geht nur gleichmäßig nach oben. Da müssen wir mal gucken. Guck mal, der geht ein bisschen stärker nach oben. Stärke, Abwehr, Vitalität. Ja, dann gucken wir mal. Ach, wir haben wieder den Bug hier, dass irgendwas aktiv ist. Und etwas für Freya? Kann ich mir gerade nicht leisten. Warum habe ich eigentlich die Waffe gemaxt? So. Und schon entschieden? Da brauchen wir eine Frostflamme. So, warte mal, da haben wir. Warum haben wir das angelegt? Was ist das hier? Auf alle Fälle bringt er uns erstmal ein bisschen mehr Attribute. Jedenfalls besser als den hier zu behalten. Und auf was kann der. Naja, der skaliert ganz normal mit. Ich würde den erstmal anziehen. Ist vielleicht ein bisschen besser. So, mehr. Achso, verkaufen. Siehst du, wir haben ja
Jetzt das hier, das Set. Kaufe ich und verkaufe sie für ein Vermögen, sobald die Warnen sie zurückhaben wollen. Okay. Da kommen wir nicht durch. Lass mich raten, wir müssen da hinten raus. Können wir mit ihr reden? Das sieht schon beeindruckend aus, ja. So, Freya. Die Wölfe gaben uns ein Zepter. Damit können wir sie rufen, wenn nötig. Gut, das ist eine Abkürzung zu Njörds Tempel, die wir tagsüber nutzen können. Die Einherjar halten Freya im Tempel deines Vaters gefangen? Er ist leer, solange ich mich erinnern kann. Auf der anderen Seite des Flusses gibt es einen Himmelsaltar. Pegvir sagt, die Altäre dienten einst als Signal für die Wölfe. Und mit dem Zepter können wir sie jetzt nutzen. Wie ist der Plan? Wenn wir den Tempel erreichen, feuere ich das Signal. Es alarmiert Baylor und Pyrgir, um die Ablenkung zu starten. Der Dunkelalbstock. Schön, einmal nicht selbst das Ziel davon zu sein. Wenn sie abgelenkt sind, können du und ich die Haupttruppe von hinten angreifen. Während Atreus und Hildiswini reinschleichen und deinen Bruder retten. Ja. Sobald wir ihr Signal sehen, formieren wir uns am Fluss und fliehen auf Freyres Boot. Es weicht jedem Angriff aus! Okay, da müssen wir öfter mal, ne, mit Freya draufballern. Das hilft, glaube ich, mehr. Was ist das hier? Freya wird in einem Gefängnis im Norden festgehalten. Folge Freya! Nee, ich will da rüber. Oh, jetzt sagt mir das Spiel. Oh. Ding ist schon gut. Mann. Irgendwas knattert da. Über dir, Bifrost! Seite,
aus der Versenkung. Das ist Bifrost. Ja, das ist Bifrost. Gegner, hinter dir, Kratos! Ey! Weg mit dem Dreck. Soldaten als beim letzten Mal. Wir sind bedeutend im Nachteil. Dann gucken wir mal. Wieder so einer. Wo ist der? Der sich hinter dem Holz da versteckt, ist ja Wahnsinn. Ja. Und nun? So was sagen können früher. So, Betten. Versuch mit dem Zepter ein paar Mal über die Schale zu streichen. Ach. Komm, wir liegen gut in der Zeit. Wow. Unsere Taten in dieser Welt folgen der Prophezeiung der Riesen. Atreus glaubt, Ragnarök ist unvermeidlich. Die Nornen waren recht deutlich, was die Prophezeiung angeht. Sie sagten, unsere Entscheidungen seien vorhersehbar. Aber wir haben uns geändert, oder nicht? Vielleicht.
Schön vorsichtig, das ist Bifreund. Der ist Imba. Du würdest Heimdall töten, doch du bist diesen Weg nicht gegangen. Damals, als wir uns kennenlernten, wäre es wohl anders gewesen. Und du? Trachtest du noch nach Ragnarök? Odin hat viel zu verantworten. Wenn Groas Prophezeiung stimmt, findet meine Welt vielleicht endlich Frieden. Vielleicht finde ich Frieden. Verzeiht einem Kopf an einem Gürtel, aber sagten wir nicht gerade, dass Prophezeiungen reiner Unsinn sind? Herr Ymir. Was? Der nervigste Mann der Welt. Huch. Da oben ist so eine Truhe. Aha, da kam ich vorher auch nicht hin. Huch. Aber ist immer noch unentdeckt, okay. Guck erstmal vorher hier. Ach, hier war ich schon. Da waren wir auch schon. Haben wir schon alles geplündert hier. Noch mehr voraus. Auf dein Zeichen. Bifrös, über dir! Rot! Schön vorsichtig, das ist Bifrost. Gegner hinter dir, Kratos! Rechte Seite! Wachsam bleiben! Huh!
Was schreit denn da immer so? Wenn man ganz genau hinhört, da kommt immer ein Schreien.